Ich weiß schon, es gibt Leute, die wohl an Gott glauben, ja, die beten sogar, und darum sind sogar sehr viele. Aber das ist ja nur der Benzin, damit der Motor läuft. Das Gebet hilft uns, so zu sein, Gott uns haben möchte. Oder dass wir Gott erfreuen können mit unserem Leben. Das ist ja Jahre und furchtbar lange Jahre lang mein Ding gewesen, mein Satz: Herr, lass mich dir eine Freude werden. Wir müssen lernen, zu Gott eine Beziehung zu haben. Was wäre das für eine Ehe? Wenn man wohl guten Morgen, Mittag guten Appetit, am Abend gute Nacht, ist das eine Beziehung? Beziehung muss man aufbauen mit Reden. Das kann natürlich der Mund reden, das kann das Herz reden, kann sogar der Verstand reden, aber zu Gott muss es vom Herz aus kommen. Oder glaubt ihr, Gott sei angewiesen auf unseren Verstand? Nein. Ist er angewiesen auf unser Wissen, das wir gelehrt haben in Hochschulen und alles? Nein. Aber auf das Herz ist er angewiesen. Ist es nicht so, eigentlich zuerst mal unter Eheleuten, vom Herz aus muss es kommen? Zu den allgemeinen Menschen, das Herz, wenn es nur ein Lächeln ist. Ein Lächeln ist eigentlich der billigste Strom, wo es gibt. Schaut einmal, wie da bei einem anderen Licht aufgeht, wenn sie anlächelst. Eine Beziehung ist natürlich nicht, dass man zu mir kommt oder überhaupt wo oder zu Gott und bittet, was soll ich sagen, vielleicht für einen faulen Schüler, damit er die Examen besteht. Oder dass man ein altes Autowerk gut verkaufen kann, wenn möglich nur drüber. Kann man es wagen, wenn man sonst überhaupt mit ihm nichts zu tun hat, mit Gott, nur wenn man dann eben sowas haben möchte? Wer ist denn Gott? Das ist der, der jeden Augenblick weiß, wie viel Sandkörnchen im Meere sind. Der jeden Augenblick weiß, wie viele Sterne im Himmel sind. Planeten, all das, was da flunkert. Und es ist der Gott, der von jedem einzelnen Menschen auf Erden genau weiß, wie viele Haare er am Tag verliert. Von jedem Haar, das runterfällt, sagte der Herr selber. Und da geht man hin und nicht. Er ist nur der Nutznießer. Er soll uns nur helfen, wenn es sein muss. Und das mir natürlich furchtbar schmerzt, dass man ihm vorwirft, die einen werfen ihm vor, er tut nichts, die anderen werfen ihm vor, er ist gemein, gewalttätig. Ja, wer ist denn gewalttätig? Der Mensch. Der Mensch sündigt doch. Und er soll der liebe Gott einfach dastehen und nichts machen. Was soll er denn machen? Frage. Was? Was soll er machen, damit die zufrieden sind? Soll er sie umbringen? Ja, dann ist er auch wieder.
Gott hat nur geschaltet, wenn der Mensch falsch läuft und ihn verlacht, sich um ihn nicht kümmert, wie heutzutage. Und wenn ihr wisst, was auf uns wartet, oder euch, das nützt gar nichts, wenn ich es sage. Denn die Kraft habt ihr nicht jetzt. Die Kraft kommt erst dann, wenn es geschieht. Ehemals werde ich sie euch geben.